Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wir sind hier immer noch am Turm und wir müssen zum Turm und wir haben jetzt hier vorher erstmal das Empfangskomitee in der letzten Folge erledigt und wir müssen jetzt ins Labyrinth nochmal, weil da geht es wohl weiter, da habe ich wohl was vergessen. Vom Labyrinth aus kommt man in den Turm rein, das wollen wir heute tun. Und ich habe noch ein bisschen aufgepowert, ihr Lieben. Wir sind jetzt Level 60. Luna und Gandalf würde ich gerne erstmal als Hexer lassen. Und Luna bleibt auch erstmal. Also die neuen Klassen scheinen wohl nicht so schlecht zu sein. Die beiden würde ich erstmal so lassen. Wir werden weiterhin ein Krieger sein. Striker wird definitiv weiter ein Knight bleiben, ein Dark Knight. Finde ich super, den Dark Knight. So, jetzt gucken wir mal, wo müssen wir hin, wo waren wir noch nicht? Hier muss es irgendwo weitergehen, meine Lieben. Oh, hier geht's noch, okay. Okay, gut, ja. Dann würde ich sagen, erstmal außen rum. Ganz gut, dass wir mit den Gegnern ganz gut klarkommen bis jetzt. Die Betonung liegt auf bis jetzt. Ich denke mal, das wird sich noch ändern. Trotz dem ich sehr aufgepowert bin, aber ich benutze irgendwie auch gar keine Aufrufe und so, habe ich das Gefühl, ob ich da alles richtig mache. Ich weiß es nicht. Ich kann eben nochmal gucken hier. Wer macht denn überhaupt Aufrufe? Ich glaube hier, ich probiere mal kurz was. Wir können ja mal ein bisschen testen zusammen, nebenbei. Welche Klasse denn hier richtig krassen Scheiß macht mit uns? Kraftschub. Ich probiere es einfach mal. Treten, was das alles macht. Ich habe mich damit auch noch so gar nicht auseinandergesetzt. Okay, jetzt habe ich mir einen Schub verpasst. Anscheinend. Ja, ich muss mich da noch so ein bisschen reinfuchsen. Das war jetzt schon gar nicht mal so schlecht, der Kampf. Berufe, ich würde trotzdem mal gerne wissen, wie das mit den Aufrufen geht. Das muss ja, hier ein Beschwörer muss das ja irgendwie können. So, jetzt gehen wir mal auf, Magie. Lernen, okay, das haben wir, das können wir. Benutzen. Ablegen. Ich lege mal kurz den, weil diesen Schokobo, weiß jetzt gar nicht, ob der so geil. Da flieht man ja nur. Den lege ich mal kurz ab und dann kann ich hier irgendwie was anlegen oder tauschen. Nee. Ich bin ein bisschen überfordert hier. Lernen. Den haben wir jetzt abgelegt. Kann der echt nur diesen Schokobo, aber der macht doch nichts. Der ist doch langweilig. Der ist doch kacke. Was mit Shiva? Was mit Ifrit? So, wer kann das? Also, ich verstehe das nicht. Lernen. Er hat auch nur diesen blöden Schokobo. Den will doch keiner. Ach nee, er kann ihn nur lernen. Hier, beschwört Ramu. Beschwört Titan. Wie mache ich das? Ja, ich bin ein bisschen überfragt. Ihr habt Bade. Hatten wir die Bade eigentlich schon? Was macht die denn? Das war die mit der Triangel. Kann die noch irgendwie irgendwas? Ja, ich habe keine Ahnung, Leute. Ich habe keine Ahnung. Aber wir machen erstmal weiter. Ich will euch jetzt auch nicht langweilen.
Aber das wird eigentlich auch gar nicht erklärt im Spiel, zu meiner Verteidigung. Ach ja. Da sieht man mal, wie leicht die neueren Spiele sind und wie schwer damals die Spiele waren, ja. Klingblitz, Kommandos verteidigen. Ich weiß nicht, wie das geht, ja. Warum kann Warum kann Gandalf nicht mehr zaubern? Warum kann der Hexe oder muss der das nochmal neu lernen? Nee, dann würde ich wirklich doch lieber wieder den Schwarzmagier nehmen. Ach Leute, warum stelle ich mich so dusselig an? Warum ist das so? Schon wieder der. Warum hast du keine Magie? Ich war doch vorhin schlafen. Warum hat er keine Magie? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Warum hat er keine Magie? War doch vorhin schlafen. Ach, manchmal ist das Spiel komisch, ja. Jetzt muss ich hier extra ein Elixier verbraten, ja. Bloß weil das Spiel so komisch ist. Ich war doch schlafen. Muss ich jetzt echt ein Elixier nehmen, ja. Nur weil das Spiel so doof ist, ja. Ich war doch schlafen. Ich war definitiv, bevor ich losgelegt habe, war ich schlafen. Ich hätte gerne mal einen Aufruf gemacht, Shiva oder ein Ifrit. Ich bin a little bit überfragt, warum ich das nicht kann, ja. Muss mich da auf jeden Fall nochmal schlau machen. Also beim Endboss würde ich sowas schon wirklich gerne benutzen. Protusring, na, das ist doch was Schönes. Hält da vielleicht ein bisschen mehr aus. So, wir müssen... Genau, wir müssen hier runter. Wunderbar. Wissen weiß ich, wo es lang geht. Wissen etwas. Wisst ihr, was ich glaube? Ich habe Scheiße gebaut. Ich gehe mal auf, der hat doch wahrscheinlich, weil ich das mit den Falschen gelernt habe, wa? Nee. Kann ich ablegen. Das wird der Fehler sein. Weil die können das halt nicht und ich habe es den Falschen angelegt. So, und jetzt versuchen wir mal was. Sorry Leute, dass ich hier dauernd rumfummel, aber das gehört dazu. So, wir nehmen jetzt mal den Beschwörer. Oder die Beschwörerin. Gehen mit ihr auf Magie. Lernen. Warum geht denn das nicht? Mann, das ist doch ein Rettich-Game. Warum geht das nicht? Was muss ich denn jetzt alles ablegen, ey? Och. Ich verstehe das nicht.
Ich mache jetzt mal hier die Bullshit-Zauber weg und ich wette mit euch, es geht dann immer noch nicht. So, jetzt habe ich Platz gemacht. Und siehe da. Ich wette mit euch, es geht immer noch nicht. Doch, es geht. Ich habe nichts gesagt. Nimm die echt so viel Platz weg. So, Magie, Gandalf. Ablegen. Komm, weg. Alles nur noch auf Gar. Was anderes kommt uns hier nicht mehr. Stein braucht auch keiner. Weil es ja sowieso nicht. Wir sind ja sowieso dagegen. Und Immun, Eisgar, habe ich kein Blitzgar? Blitzgar sollte ich vielleicht mal noch lernen. Nee, den brauche ich nicht. Gut, ja. Wollen wir es mal ausprobieren? Ah, das frisst wahrscheinlich richtig viel EP, aber ist mir jetzt sowas von egal. Gandalf ist jetzt definitiv eine Sie. Schade, dass man die Namen nicht ändern kann. Dann würde ich es Gandalfia nennen. Gandalfia. Oh Gott. So, und gucken wir uns das ganze Gedöns jetzt mal an. Unser erster Aufruf. Ne, unser zweiter. Wir hatten schon mal... Na gut, das war jetzt nicht so doll. Ich dachte, die macht hier jetzt ein bisschen AE-Schaden. Weiß ja jetzt auch gar nicht, wie viel das zieht. Na komm, ein Mana, was so schön war. Die steht... Ach, die muss ich auch noch leveln, ja. Okay, das wird heute noch ein langer Abend. Aber der zeigt doch an AE-Schaden. Warum geht der denn nur auf einen rauf? Schön, Feuer. Aber sehen, also ich muss sagen, für damalige Zeiten sehen die aber ganz cool aus, also. Okay, die müssen wir dann wohl noch leveln, aber ich bin auch ganz froh, dass das jetzt erstmal funktioniert, wa? Ich würde gerne mal wissen, wie viel MP das zieht. Wir merken uns mal, sie hat noch 60. Warum stehen da mehrere Zahlen? Jetzt bin ich ja ein bisschen verwirrt. 60, 22, 18, 17? Ich bin immer verwirrt. Aber egal, ich bin ganz froh, dass ich das jetzt mit den Bestien hinbekommen habe, also mit den Aufrufen. Oder mit den S-Bahn, ja. Die haben in jedem Teil, glaube ich, einen anderen Namen. Ja, wird jetzt nicht so viel Damage machen, unser Gandalf. Schade, dass ich den nicht umnennen kann, den Beschwörer. Aber egal, ist jetzt halt so. Nächstes Mal sollten wir vielleicht Unisex-Namen nehmen. Okay, jetzt sind wir hier. Nochmal speichern. Was sagt der Taro? Der Taro sagt, wir haben noch ein bisschen. Oh. Guck ich nochmal auf die große Karte. In der Mitte ist der Hauptweg. Okay. Oh, richtig schön hier. Also jetzt gefällt mir das Spiel wieder richtig gut. Jetzt, wo ich das mit den Aufrufen hinbekommen habe. Freue ich mich auch ein bisschen. Das hat läuft hier mit uns. Na gut.
Damage ist auch da. Vorhang erhalten. Ja, wenn es läuft, dann macht es richtig Spaß. Also, und ich sehe da, wie gesagt, das habe ich am Anfang des Let's Plays gesagt, im Club in den ersten Folgen habe ich gesagt, ich sehe da wirklich noch Schönheit drin in dem Spiel. Also sowas, da muss ich halt auf den Look einlassen. Also ich sehe da auch wirklich eine große Welt drin, so. Ihr seht wahrscheinlich nur Pixel oder die Leute, die einen Fokus auf Grafik legen, die sehen da wahrscheinlich nur Pixel. Aber ich sehe da wirklich ein riesiges Schloss. Also für mich, ich bin jetzt wirklich quasi im Schloss. Ich sehe da auch ein Schloss, ja. Und für mich ist das auch ein Schloss. Und ja, da muss man sich halt drauf einlassen. So ein bisschen Fantasie. Kann man das eigentlich noch ganz gut genießen, das Spiel, wollte ich damit sagen. Aber das muss halt jeder für sich selber wissen, ob er das nun toll findet oder ob er das scheiße findet. Kann auch verstehen, wenn Leute jetzt sagen, nee. Viele denken sich jetzt wahrscheinlich so, ey, warum spielt der Trottel nicht Final Fantasy VII Rebirth? Spiele ich nebenbei noch? Let's Play kommt später. Habe ich natürlich auch und spiele ich auch, aber ich wollte jetzt hier auf meinem Kanal erstmal so die alten Final Fantasy Spiele spielen und wir werden alle Final Fantasy Spiele spielen. Ja, das wird hier, also der Fokus liegt jetzt sowieso erstmal nur auf Final Fantasy. Ja. Und natürlich noch Vlogs und so, die kommen natürlich auch noch. Aber was mich ein bisschen aufregt, warum? Ach, jetzt komm, jetzt machen die wieder so eine Faxen hier mit uns. Aber egal, wir haben Waffen dagegen. Wir können. Guck mal, sie zeigt doch an AE-Schaden, aber warum macht Shiva keinen AE-Schaden? Das hat mal gesessen. So will ich das und nicht anders. So, und jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich hier lang muss. Da ist ja der Hauptweg. Okay, ich sehe schon. Oh, macht das Spiel heute einen Spaß, ey. Ich wollte heute eigentlich noch Tomb Raider 3 weiterspielen, aber ich glaube, das wird heute wieder ein Final Fantasy 3 Abend. Aber warum denn auch nicht, wa? Warum denn auch nicht? Ich meine, ist ein cooles Spiel. Ich hoffe, dass ich nicht meine ganzen MP hier verbrate, notfalls nämlich noch ein Elixier. Aber wir müssen die ja auch ein bisschen leveln. Die Beschwörung, sag ich einfach mal, war. Die Beschwörungen ist, glaube ich, das richtige Wort. Die heißen in dem Teil anders. Es war Aufrufe. Guardian Forces, bei 8, Guardian, GFs, ja, Guardian Forces, genau. Ja, in jedem Teil halt anders. So, wir wollten mal gucken, wie der Status ist, aber kann das sein, dass die Bestien gar keine MP ziehen? Das ist aber Wunschdenken jetzt, oder? Warum kriege ich eigentlich weiß Moschus alten? Was auch immer das ist. Wir müssen hier auf jeden Fall nochmal außen rum. Da haben wir noch was vergessen. Gucken, wie ich da am besten hinkomme. Da muss ich wahrscheinlich auf die andere Seite. Oh, die Musik ist ein Traum, ja. Also von hier aus komme ich da, glaube ich, gar nicht hin. Aber muss ja. Doch. Warte mal. Warte mal, in die Mitte. Da, das geht nicht. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Nee, dann geht das nicht. Da muss ich wahrscheinlich erstmal in die Mitte rein.
Das geht wirklich nicht. Da komme ich. Ich muss irgendwie oben rauskommen. Gut, dann ist das halt so. Was sagt die Uhr? Die Uhr sagt, wir haben noch ein bisschen. Ich würde gerne noch einen Bosskampf zeigen. Du mach mal hier nochmal Shiva. Das hat ihn gar nicht gekratzt, wa? Dann mach mal Ramu. Okay. Oh, ich liebe das Spiel. Boah, gestern habe ich noch voll rumgeflamed. Heute liebe ich es wieder. Immer diese Doppelmoral, ja? Furchtbar. Ah, ich wollte nochmal speichern. Okay, er lässt mich nochmal speichern. Vielen Dank dafür. Und vielleicht sollte ich nochmal durchheilen. Falls jetzt ein Dicker kommt, man weiß ja nie, wa? Schnell speichern. Aus dem Spiegel klingt eine Stimme. Ich bin die Tür zu Yurika, dem verbotenen Land, das Waffen birgt, die die Kräfte der Menschheit übersteigen. Achso, wir sind übrigens auch Millionär, wa? Also hier im Spiel. Eine unsichtbare Mauer blockiert den Weg. Okay, Zahn des Wassers? Fragezeichen, wartet mal. Da muss ich mal kurz Looky Looky machen. Da habe ich doch unten... Nee, ich habe da irgendwas bekommen, wa? Wie komme ich in Yurika jetzt rein? Schlüsselgegenstand? Steht hier gerade nichts. Auf jeden Fall will ich Bahamut auch noch freischalten. Und Odin wäre eigentlich auch nicht so falsch. Steht hier gar nicht. Muss so ein Schlüsselgegenstand sein, damit ich da reinkomme. Den Titan, den hat man schon besiegt. Oder haben wir den Titan schon besiegt? Hier steht nicht, was ich... Ja, komm. Da muss ja irgendwo... Wir improvisieren mal. Das steht irgendwie gar nicht da. Kanu, Zahn des Windes, Noahs Laute. Dann ist es der Schlüssel hier. Nichts passiert. Ja, genau. Mit dem Kanu, Zahn der Erde. Ach, ja, wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. So, wir sind drinnen. Hier gibt es nämlich richtig krasse Waffen in der Stadt. Da wollen wir heute auf jeden Fall noch hin und gucken, was wir da noch für krassen Scheiß kriegen. Das verbotene Land, Yurika. Okay, da müssen wir wohl erstmal in die Stadt reinfinden. Und ja, ich hätte auch gerne noch die Kisten geöffnet. Aber das mache ich dann wahrscheinlich offscreen. Da gucke ich dann nochmal, wenn ich hier nochmal rauskomme aus der Stadt. Wir werden es rausfinden. Oder ich später. Und ihr dann, wenn ihr das Video schaut. Oh, ich liebe Striker dafür, dass der so viel Damage macht. So, wir gucken mal, was es hier Schönes gibt. Erstmal hier rum. Oh, macht das halt einen Spaß, ey. Och, ein Elixier. Danke. Danke, Spiel. Ich liebe dich dafür. Ja, neulich habe ich mich noch beschwert, warum ich immer nur Dünnpfiff bekomme. Und jetzt, ja, immer diese Doppelmoral in meinen Videos. Immer diese Doppelmoral beim Xtern, das ist ja furchtbar.
Passiert mir aber öfters, dass ich in so Doppelmoral-Fettnäpfchen trete. Manchmal ist das total ungewollt, weil ich irgendwie, ich komme gerade nicht auf den, Fachbegriff, aber ich handle immer, bevor ich denke. Und ich, manchmal ist das, was ich nicht machen will, eigentlich die richtige Entscheidung. Und deswegen kommt da bei mir meistens so eine Doppelmoral an den Alltag, was ich eigentlich gar nicht will. Also fühlt euch da bitte nicht von mir verarscht oder so. Das, ja, das ergibt sich dann halt immer so, weil ich halt meistens nicht die Entscheidung treffe in Spielen, ja, die eigentlich das Spiel für mich vorausgesehen hat. Zum Beispiel auch mal eine andere Klasse ausprobieren, ja? Nö, will ich nicht, ja. Und siehe da, Striker macht übelst Damage, Gandalf kann jetzt Aufrufe, also was, ja? Also eigentlich sind das immer so die richtigen Entscheidungen und ich weigere mich immer, das zu machen. Und letztendlich werde ich dann eines Besseren belehrt und treffe diese Entscheidung trotzdem, aber dann kommt das immer so doppelmoralisch rüber. Ja. Weil ich halt immer so fehlgeleitet bin. Aber egal, jetzt macht es mir auch Spaß. Jetzt, ich habe jetzt auch ein bisschen Zeit investiert in das Spiel, weil ich im Moment auch Zeit habe, weil ich im Moment krank geschrieben bin. Ich weiß, ich sehe gar nicht so krank aus, aber ja, ich habe Corona, aber keine Symptome und deswegen darf ich nicht arbeiten gehen, weil ich halt ansteckend bin. Und aber Gott sei Dank habe ich keine Symptome. Ich trage es irgendwie nur mit mir rum. Also ich kann nicht schmecken im Moment, aber sonst habe ich Gott sei Dank nichts. Obwohl das auch richtig scheiße ist, wenn man nicht schmecken kann. Aber ja, und deswegen bin ich im Moment krankgeschrieben. Das heißt, ich brauche im Moment nicht arbeiten. Und ja, Gott sei Dank leidet kein anderer darunter. Also, das heißt jetzt nicht, weil ich krank bin, dass ein anderer meine Arbeit übernehmen muss. Ich habe im Moment Gott sei Dank keinen Auftrag, der am Dampfen ist, weil bei mir auf Arbeit ist meistens das Problem, dass wenn ich krank bin, dann muss irgendein anderer ran und das machen. Und da hat man dann immer so ein schlechtes Gewissen, ihr versteht, was ich meine. Und aber Gott sei Dank ist dem gerade nicht so, weil mein Auftrag halt gerade nicht so hohe Priorität hat, den ich auf Arbeit habe. Und so kann ich sagen, okay, ist jetzt scheiße, krank zu sein, aber ich sehe es jetzt mal als Segen, da ja kein anderer drunter leiden muss. Für mich ist es natürlich blöd irgendwie so, weil man macht ja ungerne krank, aber im Büro ist es halt so, wenn du da die geringsten Symptome hast, dann darfst du halt nicht zur Arbeit, weil die Leute, die wollen halt nicht krank werden so, die haben halt keinen Bock krank zu werden und dann sagen die halt, bleib zu Hause und dann musst du dich halt wegen jeden Huster oder wegen jeden Durchfall oder so krank schreiben lassen, ja, ist halt bei mir so. Also ich persönlich wäre jetzt arbeiten gegangen, ja, aber da hätte ich mich, glaube ich, auf Arbeit jetzt sehr unbeliebt gemacht, weil mit ich will ja keinen anstecken, ja, ihr versteht, was ich meine. Aber ich mache jetzt das Beste draus, das heißt ein bisschen was in meinen Kanal reinstecken, halt auch mal so jeden Tag Videos hochladen, was ich ja sonst nicht schaffe, aber durch die Krankheit kann ich jetzt wirklich mal so ein bisschen vorproduzieren und das werde ich auch machen. Also ich werde die Krankheit jetzt wirklich mal ausnutzen, um halt wirklich zu produzieren. Ich hoffe, dass das halt so bleibt, dass ich vor allem hoffe ich, dass ich nächste Woche wieder arbeiten kann. Aber ich werde jetzt mal ganz, ganz still sein, weil da ich mich jetzt noch freue und heute Nacht gehen, kommen dann die Symptome oder so. Also, ja, will man nicht. Also, ich hoffe, dass das jetzt so bleibt und dann irgendwann weggeht, dass ich nächste Woche wieder arbeiten kann. Das heißt, ich werde morgen noch schön den Freitag nutzen, noch schön produzieren. Und dann habe ich erstmal wieder für ein paar Wochen Videos. Ja, und dann wird der Kanal wieder so ein bisschen aufblühen, hoffe ich. Und dann hoffe ich nur noch auf die Einschaltquoten und dass es euch gefällt. Und dann habe ich ja alles richtig gemacht,
Dann habe ich quasi diese scheiß Corona-Krankheit zu meinen Gunsten genutzt, ohne dass ein anderer meine Arbeit machen muss. Also, ihr versteht, bitte nicht falsch verstehen. Wenn jetzt ein anderer meine Arbeit machen würde, dann, ja, dann würde ich mich, dann würde ich wahrscheinlich, keine Ahnung, versuchen, irgendwie keinen Spaß zu haben in meiner Krankheit, dann würde ich wahrscheinlich jetzt in der Ecke sitzen und mich schämen. So, ich werde mal noch so ein bisschen mich heilen. Und wir gucken mal auf die Karte. Jetzt haben wir hier links und rechts einen Weg. Ob ich das so gut heißen kann? Wir gehen erstmal hier rein. Hier sind wir ja gerade. Und falls wir nicht weiterkommen... Ach, jetzt sehe ich es. Guck mal. Gut. Die Karte ist echt ein Segen. Wir gehen nochmal zurück, weil das ist nämlich eine Truhe. Auf der anderen Seite. Und das wäre hier quasi der Hauptweg. Findet ihr das eigentlich in Ordnung? Könnt ihr ja gerne mal in die Videos schreiben, so. Wenn man krank ist und dann zockt. Also, findet ihr das überhaupt in Ordnung, wenn man krank ist und man Spaß hat oder so? Oder seht ihr das so, ein Kranker muss den ganzen Tag im Bett liegen? Und oder seht ihr das vielleicht so, ja, okay, der Typ ist krank, aber wenn er zocken kann, kann er auch arbeiten gehen? So, wie ist denn da eure Einstellung? Ich meine, also ich habe die Einstellung, wenn ich jetzt Fieber habe, liege ich natürlich im Bett und lese ein Buch, aber dann mache ich ja auch einen Fernseher an oder beschäftige mich oder so mit irgendwelchen Mediengeräten, Gameboy oder so oder bla bla bla. Ich habe ja jetzt so, Gott sei Dank, das Glück, dass ich halt, wie gesagt, keine Symptome habe, außer dass ich nicht schmecken kann. Ich könnte ja alles machen, ich könnte auch arbeiten gehen, ja, aber ich bin halt ansteckend, das ist halt das Problem. Aber wie seht ihr das so, wenn man krank ist, darf man dann Spaß haben? Also, ich meine, so zocken ist ja jetzt, ja, ich weiß nicht so. Ja, muss ich jetzt ein schlechtes Gefühl haben zu zocken, so, das ist die Frage, weil ich ja eigentlich, ja, krank bin, so. Ich weiß es nicht, also... Wie seht ihr das? Schreibt gerne mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, eure Meinung. Also ich finde es nicht schlimm, ob man jetzt nun im Bett liegt und Fernsehen guckt oder spielt halt mit dem Gameboy. Also ich muss Gott sei Dank nicht im Bett liegen. Warum das so ist, habe ich ja erklärt. Aber wenn ich jetzt im Bett liegen würde und Fieber habe so und mal wach wäre oder so. Also hauptsächlich würde ich schlafen bei Fieber, aber du kannst ja nicht immer schlafen, ja. Dann würde ich mir dann auch ein Gameboy nehmen oder ein Buch oder so oder Fernsehen gucken oder keine Ahnung oder mir ein paar Videos angucken, was mich in der Arbeit weiterbringt oder so, ja. Könnt ihr ja gerne mal eure Meinung schreiben, so. Ist ein kompliziertes Thema, so. Ich denke mal, jeder wird, wenn er krank ist, irgendwas machen, was ihm Freude macht. Aber wir reden bloß nicht drüber. Ist doch voll krass, so, weißt du, bist du Woche krank und so. Und dann kommst du so montags auf Arbeit wieder, weißt du? Oh ja, ich habe die ganze Woche, Alter, so... Normalerweise sagt man ja, boah, ich habe die ganze Woche nur gekotzt und lag mit Fieber im Bett. Aber stell mal vor, einer kommt dann so zur Arbeit und sagt, boah, Alter, ich war die ganze Woche krank, konnte erstmal voll Final Fantasy durchspielen und oh, ich hatte voll Spaß, habe die ganze Woche nur gezockt, so. Ey, da würden die Kollegen auch sagen, sag mal, Kollege, geht's noch so? Also ich denke mal, wir haben schon unseren Spaß, wenn wir krank sind. Also wir versuchen irgendwie aus der Krankheit das Beste zu machen, aber wir reden halt nicht drüber. So. Aber wenn einer von meinen Kollegen das Video sieht, ja, bitte versteh mich, ich würde lieber arbeiten gehen, aber es geht halt leider nicht. Und ja, jetzt mache ich das Beste draus. Ich hoffe, ihr habt Verständnis für meine Situation. Ich bin auch ein Mensch, der gerne arbeiten geht und ja, und da ich jetzt, wie gesagt, nicht mit 40 Grad Fieber im Bett liege und eigentlich arbeiten könnte und halt nur hoch ansteckend bin, so versuche ich jetzt doch irgendwie was Sinnvolles aus meiner Zeit zu machen, ja.
weil ich gerne arbeite hier. Ich brauche das so. Ich brauche meine Kollegen um mich rum. Ich brauche irgendwas, wo ich jeden Tag hingehe. Und ja, soziale Kontakte und so sind wichtig. Arbeiten gehen ist wichtig. Sonst wird man halt depressiv. Und bevor ich jetzt hier depressiv werde, weil ich nichts zu tun habe, ja, mache ich was für meinen YouTube-Kanal. Damit der nicht untergeht. So. Ja, wir leveln erstmal Shiva, würde ich sagen, so ein bisschen. Boah, der Klingblitz, der ist so geil, der AI-Schaden. Den hätte ich bei diesen anderen Viechern gebraucht, wo ich mich so aufgeregt habe. Ihr erinnert euch? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die irgendwie mit Eis stört die nicht so, wa? Vielleicht sollten wir mal ein bisschen Ifrit nehmen. Ifrit oder Ramun mehr zaubern. Was haben wir hier Schönes? Ach, brauchen wir jetzt nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Wir machen das so. Strike erklärt das für uns. So, ich mach mal kurz nochmal ein Save. Dann hoffe ich, dass bald die Stadt kommt, weil ich müsste dann auch mal wieder so Tränke kaufen irgendwann. Also noch habe ich welche. Die Vollmondklinge macht der Dunkelheit. Lasst uns sehen, wie ihr euch schlagen werdet. Oh, Bosskampf. Oh, ein Skeletor schon wieder. So, warte mal, ich guck mal kurz in meinen Berater. Das ist schon das Finale. Boss Sander, wie heißt der? Nee, der heißt Amon. Ach, jetzt lies. Wo ist denn der blöde Boss? Ich glaube, ich bin viel zu weit in der Auflösung. Mensch, habe ich schon eine Auflösung, stelle mich immer noch blöd an. Oder habe ich vergessen, eine Seite zu drucken? Nee. Oh, Leute, ja, ich weiß. Oh, ich habe voll die Überlänge, Alter. Ey, ich beeil dich, Christian. Boah, ich habe mega Überlänge. Dorga, Boss Unne, Amon. Der blöde Boss hier. Ach komm, scheiß drauf, der kriegt so auf die Fresse. Ach Mann. Einmal mit Profis. Ich habe leider keinen Analysezauber. Okay. Scheint ihn ja wohl gar nicht zu stören. Okay, er kämpft mit Feuer. Probieren wir mal Shiva aus. Amon. So, ich versuche mal Klingblitz. Beschwören mal Shiva. Vielleicht bringt das ein bisschen mehr. Protus. Was? Verfehlt? Ist der dagegen? Okay. Beschwören. Na, dann probieren wir es mal mit Ramu.
Du machst mal Hass auf. Schwäche gewechselt. Okay. Gar nicht so einfach. Irgendwie bringt es gerade gar nichts. Ach so, okay, er ist jetzt Eisgar. Dann müssen wir, wenn er jetzt Eisgar macht, dann müssen wir jetzt Ifrit draufhauen. Aber wahrscheinlich wechselt er gleich. Macht da schon wieder Blitzgar? Ich blick bei denen irgendwie gerade nicht so durch. Aber das hat wohl was gebracht. Oh, das hat sogar richtig was gebracht. Dann machst du gleich nochmal. Und Rotes. Obwohl Protoss eigentlich Quatsch ist. Okay. Barrierenwechsel, Schwäche gewechselt. Ja, Protoss ist eigentlich Quatsch, weil er sowieso nur zaubert. Na, ich glaube, ich lasse es lieber. Ja, heute mal extrem Überlänge, Leute. Heute mal eine Doppelfolge. Ah, Griffleck, jetzt kann ich so den Zauber auch so ein bisschen abwehren. Zauber sowieso nicht mehr, du Sack gerade. Macht hier so kaputt. Kriegst du das nämlich ab, du Sack, Alter. Haha, ich bin so gut, Alter. Oh. Gut, wenn man so ein bisschen Ahnung hat von Final Fantasy. Bisschen habe ich ja. Ein bisschen habe ich ja Ahnung. Oder nur ein bisschen. So, jetzt haben alle Reflex. Nee, er hat keine Fleck mehr. Mal los, mach deinen Zauber.
Nee, haben alle. Ich versuch's mal, ob es was bringt. Okay, er ist tot. Ja, war ein guter Kampf, aber extrem Überlänge heute, Leute. Das tut mir leid, ich habe echt nicht auf die Zeit geachtet. Ich war so drinne im Element. Aber ab und zu geht das schon mal. Dann machen wir die nächste Folge ein bisschen kürzer. Die Vollmondklinge halten. Ja, wie geil ist das denn, ey? Oh, das war ein richtig guter Bosskampf. Ich liebe das Spiel heute. Irgendwie heute macht's richtig Bock, sage ich euch. Aber an der Stelle mache ich erstmal einen Cut, Leute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja, lasst mir Liebe da, indem ihr teilt, indem ihr was runterschreibt, indem ihr liked, ja. Also unterstützt das Projekt und so. Und ja, lasst mir euer Feedback da. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und bis dahin, ciao, euer Xtern. Vielen lieben Dank.